Daniel Bayer in ungewohnter Rolle. Der FCA-Mittelfeldspieler leitet ein Training der C-Jugend beim SSV Magersfelden. Ein Versprechen, das er nun einlöst. Doch selbst der Fußballprofi muss zugeben, es ist nicht so einfach, Trainer zu sein. Ich bin lieber Spieler, also es ist schon ungewohnt und es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Gerade im Jugendbereich, wir trainieren ja doch anders, da denke ich, als Profis und als Erwachsene. Also ich hoffe, dass der Spaß im Vordergrund steht, und aber das, dann mache ich mir bei der Truppe keine Sorgen. Für die Jugendlichen ist der Besuch von Daniel Bayer ein ganz besonderes Erlebnis. Ein echter Bundesliga-Profi, von dem können sie noch viel lernen. War ein tolles Erlebnis, dass man auch mal so einen Star hautnah erleben durfte. Ja, man hat gesehen, dass der schon was drauf hat, so mit Tricks und so. Ich fand schon richtig cool. Ja, ich fand super, ein tolles Erlebnis. Ein paar Tipps und Tricks vom Profi, das nehmen die Nachwuchsspieler gerne mit. C-Jugendtrainer Franz Hafner weiß, dass der Besuch von Daniel Bayer seiner Mannschaft viel bedeutet. Ich denke, es ist ein großer Ansporn für die. Es ist ja nicht alltäglich, dass ein Profi der ersten Liga da spontan zusagt, das zu machen. Und vielleicht gewinnt er dadurch noch mehr FCA-Fans. Für die gelungene Trainingseinheit gibt es viel Applaus von der Mannschaft. Und nach getaner Tat ist auch Daniel Bayer voll des Lobes für das Team. Gute Jungs dabei, können richtig gut kicken. Haben am Wochenende 10-0 gewonnen. Ich habe mit den Jungs einfach ein bisschen gekickt, ein bisschen Spaß gehabt. Der Trainer macht hier einen guten Job. Von daher brauche ich den Jungs jetzt nichts beibringen. Gerade in dem Alter ist es eigentlich das Wichtigste, mit Spaß bei der Sache zu sein. Und alles andere wird dann eh später erst kommen, die Feinheiten. Zum Schluss, na klar, gibt es noch ein Erinnerungsfoto zusammen mit Daniel Bayer.